Autonomes Fahren, bedeutet das ein Risiko oder ist das eine große Chance für uns? Diese Frage haben mir viele von euch in den vergangenen Monaten immer wieder gestellt und ich möchte deswegen heute gerne darauf eingehen und anhand von 5 Fakten zeigen, warum autonomes Fahren enorm wichtig für unsere Gesellschaft und für jeden Einzelnen von uns ist. Es gibt insgesamt 5 Stufen beim autonomen Fahren. Stufe 1 bedeutet, dass der Fahrer durch Assistenzsysteme oder durch Temposysteme unterstützt wird. Und in der 5. Stufe haben wir es dann endgültig und endlich geschafft. Denn in der 5. Stufe muss der Fahrer gar nichts mehr machen, sondern er ist nur noch Passagier, sitzt im Auto und alle Fahrten und alles, was im Auto passiert, findet völlig autonom statt. Das heißt, ihr könnt ab dem Moment in Ruhe auf dem Smartphone surfen, eine Zeitung lesen oder was auch immer ihr im Auto machen wollt. Durch autonomes Fahren können wir insgesamt fast 8 Megatonnen CO2 einsparen. Das ist eine wirklich ganz außerordentliche Menge, denn es entspricht ungefähr der doppelten Menge, die alleine in Hamburg durch den Verkehr jedes Jahr ausgestoßen wird. In Hamburg gibt es bereits eine Teststrecke für autonomes Fahren, die wir mit Bundesmitteln aus dem Deutschen Bundestag heraus unterstützt haben. Zum Beispiel werden Ampelanlagen und Ampelsysteme in Hamburg umgerüstet und es werden Daten erhoben durch Testfahrten. Durch beides soll autonomes Fahren in ganz Deutschland befördert werden. Ein super Projekt für die Mobilität der Zukunft, was ich deswegen als Mitglied des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages mit großer Leidenschaft unterstütze. Fast alle Verkehrsunfälle in Deutschland mit Todesfolge resultieren daraus, dass der Mensch irgendwie einen Fehler gemacht hat. Und das wird es beim autonomen Fahren nicht mehr geben. Das heißt, wir können die Vision Zero, also dass es bald keine Verkehrstoten mehr in Deutschland gibt, mit autonomem Fahren erreichen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument, warum wir autonomes Fahren in Deutschland befördern sollten. Autonome Abläufe gibt es im Schiffs- und Flugverkehr bereits seit vielen Jahren. So wird ein Großteil der Strecke, die ein Flugzeug zurücklegt, durch automatische Abläufe ermöglicht. Und auch bei den Schiffen sieht das ähnlich aus. Und in beiden Fällen hat das dazu geführt, dass die Sicherheit der Passagiere deutlich erhöht wurde. Und deswegen sollten wir das Ganze auch auf den Straßenverkehr übertragen. Denn dadurch können wir es schaffen, dass es weniger Verkehrstote gibt. Und viele von uns können die Zeit, die sie derzeit hinterm Lenkrad, manchmal im Stau vergeuden, für viele sinnvolle andere Sachen verwenden. Man sieht anhand der 5 Fakten, autonomes Fahren hat ein enormes Potenzial, damit wir den Verkehr klimafreundlicher machen können, effizienter gestalten können. Und vor allem hat es ein enormes Potenzial, mit Blick auf eine weitere Senkung der Todeszahlen im Verkehr. Alles Ziele, die für uns als CDU-CSU-Fraktion ganz, ganz wichtig sind. Und deswegen will ich auch autonomes Fahren in den nächsten Jahren weiter vorantreiben. Was haltet ihr davon? Überzeugen euch die Argumente? Oder was ist eure Meinung zu diesem Thema?